Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Poro King. Ich bin Aram und in diesem Game spiele ich Brand. Mit dabei sind der Adrian und der Julian und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Was haben wir denn? Wir haben viel AP. Ich glaube, ich lieber Kalista nehmen sollen. Ah, egal. Spiel einfach, worauf du Bock hast. Sagtest du das nicht bereits? Ja. Ja, war so. Miss Fortune ist eigentlich ganz cool. Ja. Problem ist, dass ich nicht kann. Rechtsklick und gelegentlich R. Deine Kuh solltest du auch nicht direkt auf Feinde richten, wenn nicht jemand direkt hintersteht. Und würdest du jetzt zum Beispiel einen Amu mit der Kuh seitlich treffen, würde die auf den Velkos überspringen und das Überspringen macht halt irgendwie doppelt so viel Schaden wie der Initialschaden von dem Ding. Schneeballschlacht. Ja, lass mal lieber. Jetzt sind wir erst alle Fünfter. Die Poro-Schlachten. Ja, bom bam. Wie stark dieser Slow ist, ey. Ja, das ist heftig. Leute, die haben erst zwei Schneebälle getroffen. Wir haben schon 10. Jo. Dafür und jetzt ist aber direkt tot. Ja. Ja, kann ein bisschen Schaden auf den Tower machen. Der erste, das ist sowieso nicht so schlimm. So der vierte, fünfte Poro King, der wird halt wirklich schlimm. Der hat dann fast so viel Life wie Baron. Der wird ja immer stärker mit jedem. Ha, der hat gesessen. Ein bisschen anpoken. Hilft schon. Naja, ich fange hier die Skillshots ab und sowas. Kannst du das auch riechen, Adrian? Wie bitte? Kannst du das auch riechen? Ja, ja. Es riecht schon wieder so nach Penta. Alter, nein, ich weiß ja, dass er traurig ist, aber dass er gleich Selbstmord begeht. Mano, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Habt ihr wenigstens noch einen Kill? Yep. Ja. Eventuell sogar mehr als einen. Ja. Oh oh. Oh ja, die Gegner haben auf jeden Fall mehr als einen. Na, streng dich mal ein bisschen an. Das ja, ohne Mana, ohne Leben, ich geb alles. Hey Leute, warum hab ich den getroffen? Nee, ich meinte nicht dich ran. Achso. Immerhin habe ich den Poro platt. Ach, wieder nicht mein Kind. Die ist einfach zu langsam. Ah, warte, ich hab 12 Awards. Assists. Assists, tut mir leid. Bam, so, wir haben schon wieder ein Poro. Bald hat schon mal mehr Leben. Ah, helft eurem Rami! Mein Kill! Good job. Endlich. Jo, nice, nice. Der Shaco hat mich gerade in der Wand festgepackt, alles klar. Wusste gar nicht, dass das geht. Die Selbstmord-Mumie ist wieder unterwegs, ey. Ey, aber ohne Witz, der springt da auch jedes Mal in vier Leute rein, ey. Ja, du hast doch die Geschichte von ihm gehört. Trauriger Amu. Genau. Oh, ich muss mal einen Heal einsammeln. So. Bringen wir die Gegner mal zum Schmilzen. Lol, aber keiner gestorben. Ich raste aus.
Boah, wie knapp der Gnar überlebt hat, ey. Meine Güte. Bitter, bitter. Double killed. Gibt's doch gar nicht. Dreifach Tötung. Oi. Jetzt habe ich mal nicht verkackt. Nee, nice, nice. Glückwunsch. Jetzt der MF. 5-1, Mensch, du carryst uns. Auf immer. Ah, die ist echt stark. Aber der will kurz Leben machen, glaube ich. Mhm. Der geht Adi. Sobald der anfängt, mit seiner E irgendwas zu machen, will ich den einfach. Bricht den Zauber ab. Und die E ist das einzige, was beim Adi wählt, was wirklich stark ist. Hey, wieso Adi? Weil die E seine Attack-Speed verdoppelt und das über das Cap übergeben kann. Was ist das für CC, Alter? Meine Fresse. Ich hab leider auch noch keine Ult. Alter. Ja, dann müsste aber auch rein, wenn ich die Leute da tanke. Wenn ich hab alles tanke. Reingeballert. Okay. Ich hatte leider noch keine Ult. Na, ah, schade. Nee, Ball, geh weg. Jetzt aber. So, ja, da schmilzen sie. Ich bin tot. Assists. Ich bin Supporter. Das, ohne Witz, ich mag das nicht, wenn man meine Spielklasse, meine Lane, als eine Beihilfe zum Kill betrachtet. Der Support hat schon ein bisschen mehr zu tun. Naja. Immer Support, ey. Flamed die Supporter! Immer, immer. Supporter und Jungler sind immer schuld. Ja. Das kennst du doch, oder? Ja, ja. Ich hab das Gefühl, dass keiner will, dass ich wieder hochgeheilt werde. Nö, du hast genug Kills. Nein, sorry, hab dich nicht gesehen. Nein, ich meine, der Shaco, der hat gerade einfach nur wegen seinem Mana gemacht. Er hat ziemlich angepisst. Achso. Jetzt bin ich tot. Toll. Egal. Wir haben keinen King mehr, oder? Nee. Mach ihn kaputt, Shaco! Oder sterb besser nicht. Eins von beiden. Jetzt aber das erste. Egal. Oh, bin die auch so unterwegs. Oh je. Okay. Gute Idee, ja. Pass auf jeden Fall. Ich will da jetzt mal Leute Kohle geben und den Schneeball nicht fressen. Ups. Ich wollte da gerade dann 5 Mann rein. Na gut. Dann bin ich. Ah, Kamikaze Moon hier. Na, hat er diesmal aber ganz anständig gemacht. Na, kann er so doppelt machen? Das ist doch mal. Aha. Renn, Ram! Aha, nein! Wie gemein! Alter, was kaufe ich denn hier für einen Quatsch? Ey, weißt du, die haben halt nur einen einzigen AD-Champion und ich kaufe die ganze Zeit Rüstung. Gut, guter Mann. Weiter. Ja, Pro-like. Deswegen krepier ich hier auch die ganze Scheiße, Zeit. Scheiße, und ich hab auch keine Boots! Bei nee, Alter, die haben ja sogar 3 AD-Leute. Ich hab noch keine Boots, deswegen bin ich eben nicht weggekommen. Siehste. ich hab schon Boots. Ach, es war ja gar nicht der richtige. Boah, jetzt mache ich schon guten Damage. Sogar ohne Crit kann ich die Minions fast one-hitten. Sogar ohne. Ja, doch Crit. Mhm.
Paul, jetzt wurde ich wieder in der Ulti abgebrochen. Oh, ja, ja. Nicht unter, ey, die kriegen aber jedes Mal, wenn die eröffnen, den Poro-König. Das ist echt bitter. Ich hab wieder keine Ult. Schlecht. Die haben, glaube ich, schon jetzt dreimal hintereinander den König nicht bekommen. Eieiei. So, gut jetzt gemacht. Muss doch da mal was platzen. War der Poro King. Verdammt, auf den habe ich jetzt gar nicht geachtet, ey. Alle drei Gegner hatte ich im Auge, nur auf den habe ich nicht geguckt. Damn, mit noch eins. Da hat er ihn gekillt. Er heißt du Riven. Ah, schon wieder so ein verdammt ausgeglichenes Spiel. Aber, keine Ahnung. Aber. Das sag ich auch immer. Ja, jetzt haben wir mal den Poro King. Schöpfe, das geht mir nicht so gut, da bräuchte man noch ein Lebensessen. Poro King ist irgendwie nieder, wenn ich sterbe. Geil, die Ult hat mal gesessen. Die hat gesessen. Ich hab den Velkos auch davon abgehalten, ihn wieder zu unterbrechen. Jeder gleich auf den Velkos. Oh. Ja. Da war die. Jetzt, Scheiße. Ja. We got a problem. Ich hab eigentlich gedacht, dass der ein bisschen schneller fällt. Löwen, du kannst doch zurück, wir tanken doch. Egal. Oh. Irgendwie blöd, dass die Ulti von Brand nicht umspringen, wenn da niemand ist. Das ist unpraktisch. Ja. Aber ich hab's trotzdem draufgehauen, weil die hat ja jetzt nur noch 60 Sekunden. Das geht. Der Shaco sollte sich eigentlich umbringen lassen. Oh nein. Wird dann useless. Da hab ich gebetet. Oh, hat er ihn gekriegt. Ja. So. Bams. Nicht mal gestorben. Jetzt bin ich gestorben. Hab ich mich zu früh gefreut. Ich hab noch einen Support gekriegt, oder? Nee. Ich sag nichts. Ich hab mir gerade überlegt, ob das das letzte Spiel ist, was ich mit ihm mache, wenn er damit nicht aufhört. Ehrlich, das stört mich. Das stört mich echt. Das ist so ein Trigger für mich. Yeah. So. Was, wir haben AP, Sakko? Yep. AP Shaco ist ein guter OP auf Aram. Ja, das ist richtig. Genauso wie der Ezreal. Naja, nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm. Weil Shaco arbeitet nur mit dem Dolch. Der geht halt in das Run, schmeißt den Dolch und geht wieder weg. Weil der Dolch, wenn er es halt richtig macht, hast du gesehen, den Kog'Maw kann er halt irgendwann one-shotten mit dem Dolch. Oh, ein Double. Ein schöner. Nice. Oh Leute, da ist ja keiner mehr. Kill! Jo! Oh. Rami ist ein bisschen tryhard jetzt. Oh, sorry. Nee, macht nichts. Egal. Ich geh mal nach hinten und hol mir die Heilung. Den guten Heilung? Heilung! Wenn ich einfach bin. Nee, das war ja Heiling.
Wie heilt er sich denn so krass? Ich komme! Ist das eine Ulti? Nee, ja auch, aber wenn er in dem Feld, er schafft doch dieses Feld, ne? Wenn er da drin kämpft, sind alle seine Fähigkeiten, also seine Lebensregeneration, Lifestyle, bla, Keks, sind halt alle irgendwie 300% stärker oder sowas. Ja, ist richtig krass. Denn der braucht nur ein Lifestyle-Item und wenn der in dem Feld kämpft, kriegst du den eigentlich nicht mehr tot. Ja, scheiße. Das ist ziemlich stark. Man darf halt Trundle nicht in seinem Feld bekämpfen. Außerhalb davon ist er gar nicht so wild. 60% Crit. Sterup! Nein! Velkosch, Alter! Mach doch nicht so eine Scheiße mit mir! Halt man sich mit der Mastery nicht eigentlich? Achso, an Champions. Ah, jetzt bin ich schön schnell. Brauchst du unbedingt ein Lifestyle-Item, Booster oder sowas? Weiß. Tue ich mir halt jetzt nichts. Das. Na, ich halte ihn mal ein bisschen auf. Ja, ich komme so schnell nicht her. Ah, Riven ist gleich da. Wir müssen noch 4 Schneebälle treffen. Treffen sie. Ah, Riven regelt. Oh, was? Ich habe voll vergessen, dass der Kopf mal eine Passive hat. Alter, steht der hinter mir und knallt mich einfach. Ups. Versuch so schnell zu kommen wie möglich. Lol. Dieser Laser. Mensch. Ja, dafür wollte ich. Ja, dafür wollte ich meinen Sonjas jetzt aber nicht opfern. Wäre ich wahrscheinlich dann eh noch gestorben. Hallo King. Yeah. Vor zurück. Boah, warten wir doch auf unseren König. Boah. Okay, der Gnas ist ein bisschen out of position. Er hat mich voll erwischt. Oh. Ich tank den Tower. Go, 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 go. So, das sieht gar nicht mal ich so das echt carry aus. Ja. Jetzt kommt der Text. Bam, bam. So, mit König. The King. King of the Ring. Einfach den Tower angreifen. Ich wollte ihm nur ein bisschen Angst machen. Ne, ich meine hier unseren AD Carry. So, einen Tower kriegen wir aber nicht. Ja. Oh, ey. Boah, fett Ult! Vierfach töten, Mann! Ah, bist tot. Ich hätte fast Penta machen können, was? Ah, bist du tot? Scheiße. Ja, schade, ey. Ich hab fast Penta gemacht. Schade. Es war einfach. Ich hab einfach gar nicht gemerkt, dass ich so viel Schaden gemacht habe. Was? Ich hab erst realisiert, dass ich vierfach Tötung hab, als der Gnar mich geultet hat. Dann war ich tot. Ja, schade. Nicht schlimm. Ich meine, ich habe 17 und ich habe MF jetzt wahrscheinlich zum zweiten Mal gespielt oder so.
Dafür ist es, finde ich, gut. Auf jeden Fall. Was, Penta? Immer schön. Und noch 300 Geld. 200. Dann habe ich meinen Blutdürster. Blutdürster. Hab ihn getroffen! Ah, oh, was macht der denn für ein Damage-Rechner? Junge. Egal, ich habe jetzt meinen Blutdürster. Sehr schön. Jetzt hab ich Lifesteal. Was soll ich als nächstes bauen? Oh. Hat irgendjemand Rüssi? Also Rüstung? Ich muss gerade mal flitzen. Genau. Ja, Amumu wird auch was hier bauen. Könntest du dir überlegen, entweder als nächstes Runans zu bauen oder. Was bauen? Ich hab's nicht verstanden. Runans Hurricane wäre eine Option oder. Ich überlege, was wir jetzt auch. Vielleicht Static. Ein Tank-Item wäre eigentlich nicht verkehrt. Damit man dich nicht die ganze Zeit umbürsten kann, hier Banshees. So, einen habe ich. Ich mache noch das eine und oh, dann der Gnar will mich. Er will mich. Kriegt er nicht. Oh. Jetzt ist der Tank da. Schade. Hätte sogar noch meiner werden können. Ne, Help. Help ist auch nett ausgedrückt. Aha. Und die Sache ist halt die, deine Ult kann critten. Dank den neuesten Patches von Rito. Und umso mehr Crit du hast, umso härter crittet deine Ult. Und jede Wave von dem Ding kann critten und macht mehr Schaden, wenn die vorige Wave trifft. Nein, Riven. Oh. Dadurch, wenn du halt Max Crit und so einen Krimskrams hast, ist es halt richtig pervers auf einmal. Wenn die erstmal anfängt zu ulten, platzt die Welt. Ja. Oh, ich hab meine Ult aber noch draufgebracht. Jawohl. Oh, das funktioniert aber mit, ey. Brennt Ult rein, MF Ult und alles fällt um. Ja, da konnte ich jetzt aber nichts mehr machen. So, hast du auch wieder zwei gekriegt. Hm. Okay, jetzt baue ich noch so ein Banshees-Teil. Der Poro King ist übrigens bei. Oh lol, wieso rennt denn der in die Fountain? What the fuck? Blöd. Ich hab den gerade noch extra mit meinem letzten Atemzug beschworen. Das ist eine gute Frage. Oh. That's the main. Nice, Digga. Nice. Hat er keinen Bock mehr. Nee. Erstmal BM. Okay. Und soll ich vielleicht 100% Crit machen und kein? 100 lohnt sich nicht, ja, die Rapid Fire ist schon. Oh, Hilfe! Gut. 100% Crit lohnt sich nicht, weil du hast einen überzähligen Crit, der halt für gar nichts sorgt, braucht dir dann lieber noch irgendwas, was Damage macht. Zum Beispiel die Quecksilberschärfe. Bau die aus, das ist auf jeden Fall ein gutes Item. Komm, wir aber nicht. Okay, du brauchst halt irgendwas, was verhindert, dass die Leute dich one-shotten. Ich komme. Deswegen, entweder kaufst du dir die Quecksilberschärfe oder du kaufst den Banshees. Dreifach Töte. Ah. Also der Typ ist dick. Und du bist tot. Nee, so schnell nicht. Na aber gut, gleich. Nö. Ah, Mann, so schnell. Ey. Könnt ihr euch in der Wiederholung angucken. Ich habe meine E und meine Q auf ihm gehabt. Normalerweise. Reicht hätte er mich nicht töten dürfen. Nee, er konnte ja nichts mehr machen. Ich habe beide, auf beiden Spells war Cooldown. Das heißt, ich hab's rausgebracht. Oder hat er Sunfire oder sowas und mich damit getötet? Das... Nee. Normal war ich schneller. Wir müssen den Borokönig töten, unbedingt, ganz schnell. Weil sonst wird jetzt jeder, den wir töten, instant wieder zum Poro-König springen. Dann kriegen wir die hier nie wieder aus der Base raus. Der Gnar hat was gegen mich. Ja, ach nee, du bist ja auch ein AD-Carry.
kannst. Ha! Schade. Schneeball vorbereitet. Alter Verwalter. Nein! Lol, diese Riven. Nein! Ja, Riven, Alter, das war wirklich shit, ey. Das hat uns 2 Tower gekostet wahrscheinlich. Ja, wobei ja, ich, aber ja, du bist wieder da. Dein Knock-up funktioniert nicht richtig mit meinem Ding. Voll! Damage macht denn der Dingens. Der Anker? Nicht Anker, sondern der Shaco. Ach, der Shaco, ja, der macht viel. Der, oh. Der hat ja gerade mal 4 Items, Alter. Ich bin fast Fullbild. Ich bin auch fast Fullbild. Der hat auch übel die schlechten Stats. Naja. Er hat jetzt das hingekriegt, mein Bild zu durchdringen. Oh, aber unser Julian. 23-13. Ich mach Damage. Inhib. Riven und ich sind gleich bei euch. Riven ist schon da. Du da? Doch da. Aber ja, das könnten wir gewinnen oder auch verlieren. Na, guck mal, hast du gemerkt, dass ich mir Thornmail gekauft habe? Okay, geht scharf. Das war wieder eine gute Ult, finde ich. Ja, das war das Game. Oh Gott, Stöcker! Endlich, ey! Dreifach tot, okay. Alter, yes, der baby. Will nicht sterben, der Trunk. Doch, er wollte! Alter. Okay, GG. Puh. Krasses Game, Leute. Also das war jetzt... Ja. Besser könnte ich es nicht ausdrucken. Ja, und ich hoffe, euch hat das Game gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.